Heute zeige ich euch aus der 6-Inch-Reihe der Black Series vier Comicfiguren, die auch in einem speziellen Umkarton herausgekommen waren. Eigentlich aus dem Jahr 2023, obwohl eine davon 22 bereits erschienen war. Die erste Figur ist Star Wars Boba Fett in Disguise, also in Verkleidung, aus dem Comic War of the Bounty Hunters. Diese Verpackung, so einen glänzenden Verpackung halt. Auf der anderen Seite sieht man hier dann nochmal Schriftzug, wenn man erkennen kann. Und die Rückseite ist auch so karbonisiert und zeigt hier eben einen dunklen Boba Fett mit einem Hahn in Carbonite. Hier dann auch noch mal ein paar Bilderchen von den Comics, auch hier unten. Und das Ganze, wenn man aufklappt, so mit so einem Klettverschluss, zeigt erstmal hier dann noch mal den Comic und ein kleines Biopic. When complication arise in the delivering of Han Solo frozen carbonite chopper, the hot Boba Fett must strike the deal. Also er kämpfte eben gegen einen Dogragon, als er Han Solo in Carbonit zum Chabad bringen wollte. Und er musste sich verkleiden. Mit einem Nanospray malte er seine Rüstung an. Und so konnte er in der Arena kämpfen. Und Lictor ohne... Ja, also töten halt. Ja, und hier haben wir die Figur dann drin. Und ja, sie ist halt einfach ein Boba Fett, anders angemalt. Ohne Blister, beziehungsweise ohne Plastik, bis auf die Figur. Und halt mit Bändern festgemacht. Und ich lasse auch die Figur drin. Aber vielleicht kann man sie bloß mal rausnehmen. Also man kann halt hier oben dann... sind halt dann so, na, also hier oben geöffnet werden und dann kann man die Figur halt so entnehmen. Ja, und das sieht man sie jetzt ein wenig besser als in der Verpackung drin. Also er kommt mit seinem Jetpack, er hat hier eine klasse neue, ja, helle Bade. So halt komplett schwarz, also ihr habt Stoffumhang hier hinten dran und ist halt alles hier festgezurrt, deswegen lasse ich das drin, weil sonst fliegt die Figur und die Einzelteile einfach rum. Na gut. Die zweite Figur aus dem Comic-Serie Dr. Aphra ist Dr. Aphra selber. Hier vorne kann man schön das Bild erkennen. Und auch hier an der Seite besser als bei diesem Boba Fett. Und hier sieht man die Figur abgebildet, ein paar Comics-Ausführungen, weil diese Figur kommt auch wieder ohne Blister, aber also plastikfrei. Ja, hier unten ist der Aufkleber, ja, plastikfrei. Auch hier an den Seiten nochmal. Auszüge aus dem Comic. Beim Aufmachen haben sie auch keinen Klettverschluss mehr, sondern hier einfach so eine Lasche. Und hier sieht man auch nochmal die Figur auf dem Pappkarton. Ja, und hier dann in verschiedenen Sprachen wieder Dr. Aphra, die unberechenbare, abtrünnige Archäologin Dr. Jelly Loan. Lona Aphra ist eine der Wege mutigsten Schatzsucherinnen der Galaxis. Trotz ihrer fragwürdigen Moral und ihrer ebenso schlechten Urteilsvermögens bleibt ihr das Glück treu. Da, auch hier kann man die Figur dann rausnehmen und ja, komm schon. Und sie kommt halt dann eben so. Papierchen eingewickelt und hier in einen separaten Teil das Zubehör.
Ja, eine neue Dr. Afra, es gab ja schon mal eine vor ein paar Jahren. Und diese hier wurde halt etwas, ja, sag ich mal, modifiziert, aber ich zeige euch dann nochmal im Vergleich dann die andere Dr. Afra. Zunächst mal machen wir wieder die Bewegungspunkte. Wir haben hier oben Kopfbewegung, Bolt Joint, die Schultern lassen sich normalerweise drehen und die Ellenbogen ebenso wie bei den Händen. Hier im Bauchbereich und an den Oberschenkeln und hier in den Kniegelenken. Das ist auch wieder ein altes Kniegelenk, scheinbar aus der, also die Hose die gleiche wie aus der vorigen Version. Und eben hier unten die Füße, was sie recht unstabil macht. Wir haben gerade gesehen, er hat er einen Han Solo Blaster dabei. Und den kann man auch hier schön verstauen. Ja, schöne Figur eigentlich. Und der Mantel ist eigentlich auch abzunehmen. Dann machen wir erst mal oben. Also, sie hat hier eine Art Fliegermütze auf. Hier schön gestaltet eigentlich ist. Ja, und hier dieses Gesicht mit dem Haar über dem Auge. Auch das Halstuch kann weggenommen werden. Ja, den Mantel, wie gesagt, kann man ausziehen, bringt aber da nicht viel, weil die Ärmel den Mantel ja weiter ersetzen. Aber auch hier schön detailreich gearbeitet. Auch hier diese Handschuhe finde ich nicht schlecht. Ja, der Gürtel ist auch ein separates Teil. Gut, das Gelenk hier ist jetzt neu, aber sie habt hier oben auch noch mal eins. Ah, okay. So, und wie gesagt, es gab ja schon mal eine. Und zwar... da. 2018 kam diese Dr. Afra Figur heraus. Also man sieht schon, sie hat hier den gleichen Körperbau, aber halt anderes Outfit. Zum Beispiel sieht man hier diese Tattoos bzw. elektromagnetischen, was auch immer. Die Mütze ist ein bisschen anders. Das Gesicht. Ja, ist bei beiden etwas unterschiedlich, aber von der die gleiche Form her. Ja, und sie hatte auch hier diesen Knickpunkt. Also gleicher Sculpt, neue, paar neue Teile. Ja, interessant ist hier, dass der Gürtel auch was zum Anhängen hat. Wahrscheinlich einer von Luke Skywalker. Um das Licht schwer dran zu machen. Aber sie hat jetzt nichts mehr Separates dabei. Schlupfen wir wieder rein. Ja, aber trotzdem gefällt mir die Figur. Ja, und wie rum jetzt? Ja, nicht schlecht. Also wer auf die Expanded Universe Sachen steht, finde ich immer eine willkommene Abwechslung. Hier haben wir nochmal eine Comicfigur aus Legends bzw. aus der ersten Thrawn Trilogie aus Dark Force Rising, und zwar Mara Jade. Publikumsliebling. Und die gab es ja schon divers in diversen Ausführungen in der 4-Inch-Line. Aber hier halt dann nochmal eben in 6-Inch. Auch hier wieder plastikfrei. Das heißt, wir haben auch hier wieder nur ein Bild der Figur. Ein Biopic. Eins war Mara Jade, die rechte Hand des Imperators Palpatine und seine vertrauensvolle Attentäterin. 5 Jahre später
Als erfolgreiche Schmugglerin war das Letzte, womit Mara gerechnet hatte, ihren Erzfeind zu begegnen, Luke Skywalker. Ja, und sie heirateten ja eigentlich später. Und ja. Ja, hier die rechte Hand des Imperators und spätere Ehefrau von Luke Skywalker, Mara Jade. Hier aus den ersten Comics von Thrawn-Trilogie. Sie hat einen gleichen Körperbau, sage ich gleich vorneweg, wie die vorige Figur Dr. Aphra. Aber Gott ist halt eine andere Figur. Ja, hier dunkel gekleidet. Auch sie hat einen Han Solo Blaster, welcher dann auch hier hineingestöpfelt werden kann. Das Holster und der gleiche Holster ist das und daher auch das Häkchen, nämlich von ihrem Lichtschwert her, welcher hier in lila kommt. Also sie war mehr oder weniger die erste, welcher ein lila Lichtschwert hat. Der Griff kann dann eben hier angemacht werden. Ja. Ansonsten sieht sie eigentlich schön aus. Mara Jade, rothaarig, schön gestaltet worden. Auch hier dieses Kopftuch mit der Brille integriert. Separates Teil. Ebenso wie dieses Umhängeholster, was auch immer das sein soll. BH. Ja, sie hat dann hier hinten auch noch so eine Art Patronengurt, Schulterhalfter, Patronenhalfter, den man auch abnehmen kann. Na komm schon. Ja, dann schauen wir mal kurz. Okay. Mal kurz das Halstuch noch mal anschauen. Also die Brille ist hier fest integriert, zumindest angeklebt hier vorne. Ja, wäre schön, wenn man sie rausmachen könnte, aber ich lasse die jetzt halt auf jeden Fall drin. Dann hätte man sie hier vielleicht aufsetzen können, obwohl sie wäre auch nicht umgegangen wegen der Haare. Und die letzte Figur für heute ist hier, ich weiß nicht aus welchem Comic das ist, auf jeden Fall ein Scartrooper MIC. Er gehört zu einem speziellen Taskforce, glaube ich, der Sturmtruppen, ähnlich wie das Bad Batch, das aus verschiedenen Charakteren hier zusammengesetzt ist. Also wir sehen es hier vorne. Diese Figur, Commander Killy, gab es glaube ich schon, also gab es auf jeden Fall schon. Und hier eben die zweite Einheit, der Scartrooper MIC. Hier ein kurzes Mikro-Pick. Scartrooper MIC oder MIC ist Teil einer Special Advanced Recon Kommandos namens Scar Squadron. Scar Squadron heißt. Diese auch der als Task Force 99 bekannte Gruppe ist es gewohnt, in den feindlichen Umgebungen auf sich allein gestellt zu sein. Ja, hier die Figur, das Bild. Und dann schauen wir es uns mal an. Ja, man sieht schon, dass er einige Abweichungen des normalen Stormtroopers hat. Also eine Special-Einheit hier. Mit einem Jetpack auf der Rückseite. Und ein bisschen modifizierter Helm. Ja, eigentlich eine fast gewöhnliche Stormtrooper-Rüstung. Wir haben hier lediglich ein paar Kennzeichnungen und er kommt halt mit einem Blaster, der auch mehrfarbig angemalt ist, hier ein bisschen größeres Magazin beinhaltet. Und das zweite Accessoire, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen, ist hier hinten dieser Jetpack, welcher ganz leicht zu entnehmen ist, beziehungsweise auch nicht richtig einrastet.
Und zwar, es fehlt hier jegliches Loch, ist eigentlich hier nur durch diesen OW, Quatsch, O2, also nur hier hinten drauf zu stecken, und er hält einfach nicht richtig. Ja, dann hat er hier noch eine Art Tablet als separates Teil angebracht am Unterarm, und der Helm ist etwas modifiziert, hier mit einer Antenne, und die Augenpartie scheint auch etwas anders, und hier oben ist noch etwas, ja, im Helm eingeritzt. Ansonsten, wie gesagt, die übliche Sturmtruppen Rüstung. So, und jetzt hole ich mal nochmal Commander Creel mit hervor. Die erste Figur aus der Task Force. Ja, da ist er. Also auch sehr geile Figur. Mit Lichtschwert eben. Commander Creel. Und das sind die ersten beiden, beziehungsweise bisher einzigen erschienen der Task Force. Und es wäre wirklich geil, wenn da noch andere dazu kämen. Hier zum Beispiel der mit dem in der Kapuze, hier hinten ein spezieller Helm. Ich denke aber, dass als nächstes der hier kommen wird, der mit der, ja, stärkeren Panzerung. Und geil wäre natürlich hier dieser da. Ja, mal abwarten, ob Hasbro da noch was macht. Auf jeden Fall wäre es nicht schlecht, wenn man alle davon hätte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.